Ja, ich habe den Siegtrainer jetzt auch bei mir, Sven Schleppi, mit Lebensgefährten im Sattel gerade gewonnen. Und ich muss ehrlich sagen, so Mitte der Geraden war ich mir nicht ganz so sicher, ob das hinhaut. War kurz mal geschlagen eigentlich schon. Ja, ich hatte auf der Gegenseite schon nicht mehr so das beste Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Pferd hat ein Riesenherz. Die Sibylle ist ihn super geritten, weil sie ihn auch kennt. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass das geklappt hat. Und du hast mir vorhin schon gesagt, das war gar nicht so lange geplant, dass dieser Start so heute stattfindet. Das hast du relativ kurzfristig entschieden. Ja, ich hatte ursprünglich Footloose für dieses Rennen vorgesehen. Und dann hat Footloose mit Dreamteam gearbeitet und Dreamteam ging besser wie Footloose. Und da habe ich die zwei Pferde am Montagmorgen noch umgezwitscht. Das heißt, Footloose läuft jetzt gleich im Ausgleich 4 und Dreamteam hat jetzt Gott sei Dank Ausgleich 3 gewonnen. Ja, das ist schon von der Klasse her ein Unterschied. Aber man muss sagen, Dreamteam hat ja auch nochmal so einen Sprung bewältigen müssen jetzt. Also das war jetzt schon was anderes als beim letzten Mal. Kurz dazu Einsatz und vor allem Footloose. Kann man wetten oder nicht? Weil das war jetzt eine gute Referenz. Ja, Dreamteam hat letztes Mal sehr überlegen gewonnen. Ich habe den extra so gemanagt, dass er eine leichte Aufgabe hat, dass er nochmal Selbstvertrauen findet nach 14 Monaten Pause. Und das hat er super weggesteckt, hat sehr gut gearbeitet. Und wie gesagt, Footloose ging einen Tick schlechter in der Arbeit. Deswegen geht es ja auch ins leichtere Rennen rein. Ich bin der Meinung, 64 Kilo machen in der Klasse nichts aus. Deswegen sind wir alle optimistisch. Hals und Bein dafür. Und jetzt sehen wir uns gleich bei der Siegerehrung. Ich sehe schon, die Gauls stehen auch schon bereit, die ja gerade auch einen Starter hatten, der zumindest im Geld gewesen ist, so wie ich es mitbekommen habe, aber eben nicht gewonnen hat.